Guten Abend, meine Damen und Herren. Zunächst muss ich würdigen das Alter der Distel. Die Distel ist 70 Jahre alt geworden. Und in der DDR war vieles leicht und anderes schwierig. Kabarett war immer schwierig, weil die kritische Auseinandersetzung mit der DDR, das passte ihr ja nicht so richtig. Aber immerhin war Kabarett auch möglich. Ich erinnere mich heute noch, aber nur ältere DDR-Bürger können das überhaupt nachvollziehen, was ich jetzt erzähle, eine Szene mit Stefan Martin Müller und Ellen Tietke. Und die standen beide auf dem Piratenschiff so mit so einem Einäugig etc. und sagten, da kommt ein DDR-Schiff. Und dann sagte der Captain, das kapern wir. Dann sagte die Ellen Tietke, aber wozu, die geben uns doch nie Devisen. Doch, sagten die, da ist der wichtigste Mann der DDR drauf. Dafür kriegen wir volle Devisen. Was sagt die wirklich? Zeig mal her. Uns wurde ganz schlecht, dass die Ulbricht, das war damals ja der wichtigste Mann, dort stehlen wollen. Und dann sagte sie, wer ist denn das? Ja, das ist Heinz Quermann. Dazu muss man wissen, das war so der Chef der, als Unterhaltungsmoderator in der DDR. Und insofern war das, also sowas zogen sie alles durch, will ich nur sagen. Und der Direktor Otto Stark, der bis zum Schluss der Direktor war, der hat mir dann nach der Wende erzählt, sagt er, in der DDR war es immer so, wir hatten eine bestimmte Zahl von Szenen und dann haben wir immer zwei mehr zum Streichen für die Kulturabteilung vom Magistrat von Berlin uns überlegt. Und sagte, das ist erstaunlich, aber manchmal haben die zwei andere gestrichen, gar nicht die, die wir als zu weitgehend empfunden haben. So unterschiedlich waren die Geschmäcker. Es gibt auch heute ein tolles Team. Und ich muss sagen, sie haben insgesamt seit ihrer Gründung 8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht. Und heute erreichen sie pro Jahr mehr als 100.000 Zuschauer. Also herzlichen Glückwunsch. Applaus.